Ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir befinden uns hier in einem beinahe schon sehr verlassenen Ort. Eine Art Dorf. Mit einer Menge Gegner. Hat ja auch schon der Grogor gesagt. Wow. Da kommt Western-Feeling auf. Du Scheiße. Jetzt heißt es Gas geben. Und zwar ganz schnell. Ich hoffe, ich habe Pfeil und Bogen ausgerüstet. Okay. Pfeil haben wir, Bogen auch. Und die können uns anscheinend nicht sehen. Und wir haben hier in der Tat 20 Gegner. Da hinten. Können wir die treffen? Können wir. Bam! So, den dritten kriegen wir auch. Und ich würde sagen, wir preschen vor. Oh, da hinten haben wir gleich zwei. Die können ganz fix down gehen. Ich hoffe, die Pfeile reichen letztendlich aus. Pfeile! Glück gehabt. Oh, verdammt. Jetzt müssen wir aufpassen. Sehr aufpassen. Verdammt. Da oben. Den habe ich ganz übersehen. Kann ich so nicht treffen. Doch, kann ich doch. Den nächsten auch. Wir werden uns einfach mal so vorpreschen, dass wir erstmal hier die Äußeren, die wir von außen sehen können, besiegen. Wow, verdammt. So, der ist hinüber. Da oben ist noch einer. So. Die müssen zuerst dran glauben, verdammt. Verdammt, die müssen erstmal alle krepieren. Also ihr merkt schon, es ist gar nicht mal so leicht, hier erstmal voranzupreschen und nicht gesehen zu werden oder angreifen zu können. Verdammt. Sehr blöd. So, jetzt vielleicht. Irgendwie. So, der ist hinüber. Und es bleiben nur noch 8. Ich glaube, wir haben die Äußeren alle besiegt, aber da hinten ist noch einer drin. In so einer Glasscheibe. Der wird auch drauf gehen. Ja, so muss es sein. Wir werden hineingehen. Erstmal eine Runde ins Wasser. Ein bisschen baden kann auch nicht schaden. Zwischendurch, mal so. Oh, hier geht's rein. Da oben. Hallöchen. Ich will nur mal eben Hallo sagen. So. Haben wir hier noch mehr? Hier draußen bestimmt, oder? Hallöchen. Ach, da hinten. Der läuft einfach mal so ganz blindlings hier rum. Hallöchen. Na. So, jetzt mal Hallo, guten Tag. Und auf Wiedersehen. Die ersten 15 haben wir hier flott down bekommen. Fängt gleich auch mit ein bisschen Schaden. Hilfe, wow. Na, ich wollte noch einen... Anvisieren wollte ich den doch eigentlich. Aber kann ich anscheinend nicht. Okay. Dann halt so. Können wir uns hier irgendwie noch hochziehen oder so? Können wir hier anscheinend nicht. Ging das nicht irgendwie? Ging anscheinend nicht. Gut, dann nicht. Da hinten! Du Penner! Wow! Gut. Verbleiben noch 3 und ich glaube, 1 oder 2 waren immer sehr, sehr blöd zu finden hier. In diesem Dörfchen. Hier drin ist doch einer, oder? Hier drin ist noch einer, natürlich. Sogar 2. Ich will nicht darauf, Link, du bist wahrscheinlich echt ein bisschen doof. Huch. So, jetzt aber. Manometer. Die nerven uns schon eine ganze Menge hier. So, einen haben wir noch. Der ist da oben. Gut. Irgendwie jetzt da hochkommen. Oder wo ist denn der überhaupt? Ich sehe den gar nicht. Ich kann ihn nicht sehen. Okay, hoch hier. Hier können wir uns hochziehen. So war das genau. Wo ist denn der Kerl? Verstecken ist weglos, lieber Freund. Hier außen vielleicht? Nee, anscheinend nicht. Ist er hier drin? Ich glaube nicht. Hier ist noch eine Eulenstatue.
oder eine Wolf-Statue. Wir müssen eh noch zu dem einen Wolf hin. Weil der müsste ja auch noch hier irgendwo. Da oben ist er doch irgendwo. Da oben ist der Kerl. Zumindest theoretischerweise ist er da oben irgendwo. Ich kann ihn nur nicht sehen. Ach, da oben. So, tot. Rubine her. Dann haben wir es geschafft. Und wir sehen schon wieder diese Tür. Die Tür geht auf. Und eine alte Frau schaut hinaus. Sehr famos. Wer ist das? Die Bestien. Ihr Heulen hat aufgehört. Ja, ja, wir haben wieder prima aufgeräumt. Hast du etwa... Der Retter, du bist gekommen, uns auf der Not zu helfen. Bitte vergib mir, dass ich dir nicht die Tür geöffnet habe. Ich bin Greiner, eine Bewohnerin dieses Dorfes. Ich wurde nach dem altehrwürdigen Erbauer dieses Dorfes benannt. In diesem vergessenen Dorf lebte einst das Volk, das der königlichen Familie diente. Aber jetzt ist es verfallen und du siehst ja selbst, dass an diesem Ort die schrecklichsten Dämonen Unwesen treiben. Entschuldige bitte, du sagtest, dein Name ist Takiro, nicht wahr? Oh, ich ahnte es schon. Du hast dem jungen Mädchen geholfen, nicht wahr? Ach, wie schön. Als ich hier gefangen war, hat sie mir immer Mut zugesprochen und gesagt, du würdest bestimmt kommen, um zu helfen. Selbst als ich ihr half, aus diesem Dorf zu flüchten, machte sie sich noch Sorgen um mich, alte Frau. Aber ich warte hier auf Befehl des Königs, auf das Erscheinen einer bestimmten Person. Unter keinen Umständen kann ich mich diesem Befehl widersetzen und das Dorf verlassen. Würdest du ihr das hier bitte zurückgeben? Sie gab es mir, alte Greisin, obwohl ihr so viel daran lag, dass sie es immer bei sich trug. Die Ilias Halskette erhalten wir, okay. Die Alte, die Ilja gerettet hat, trug sie als Talisman, ein wichtiger Schlüssel zu Ilias Erinnerung. Okay. Ich glaube, es hat mich die ganze Zeit beschützt. Bitte gib es ihr unbedingt zurück. Natürlich. Und wahrscheinlich wird dann die gute alte Ilja dadurch ein bisschen mehr Erinnerung bekommen. Vielen Dank, liebe Graja. Das heißt, es hat auch was genützt hier, die ganzen Dämonen zu besiegen und dafür einiges an Schaden einzustecken. So, okay, können wir uns hier eventuell schon teleportieren? Du willst dich doch nicht wirklich hier verwandeln, oder? Wollen wir das nicht? Wieso? Die Greiner sieht uns doch garantiert nicht mehr. Glaube ich nicht. Aber egal, gehen wir halt nochmal hier zurück und teleportieren uns halt hier. Wenn es sein muss. Hier geht's natürlich. So, wir müssten zurück nach Kakariko. Das wäre ganz schlau. Und ich frage mich, ob auch mal diese, der Leonard und die Ilja mal pennen gehen oder sowas. Egal zu welcher Uhrzeit wieder an, tanzen. Immer ist Licht an. Immer stehen die alle rum. Gibt's da keine Betten oder so? Haben wir noch gar nicht gesehen. Ich glaube, die einzigen Betten sind im Hotel. In diesem einen Hotel, wo der Zora-Junge mal war. Aber ansonsten... Gut, egal. Uns soll's nicht stören. Wir sind eh Held und sind niemals müde. Insofern hinein. Liebe Ilja, wir haben was für dich. Von der lieben Greiner. Da haben wir es. Bitteschön. Was wird jetzt passieren? Wir wissen es nicht. Ich, du, wir kennen uns, nicht wahr? Ich erinnere mich. Es roch nach Gras. Das war vor langer Zeit. Wir waren beide noch Kinder. Du warst immer an meiner Seite. Und da weint sie. Hoffentlich Tränen der Freude.
Takeru, du bist es. Die Erinnerung scheint wieder da zu sein. An das Dorf, an uns, an Epona. Ein Glück. Und wir sehen die vier Kinder. Sie scheinen sich auch zu freuen. Im Geheimen. Und auch Taro wird weggezogen. Oder Maro? Ich weiß gar nicht mehr genau. Das hier wollte ich dir vor deiner Abreise geben. Vor der Abreise. Takeru, ich hoffe, du wirst es mögen. Vor unserer Reise zum königlichen Hofe wahrscheinlich. Du erhältst die tönerne Flöte. Ehe hatte sie für dich selbst gemacht. Damit kannst du Epona rufen, auch wenn kein Gras in der Nähe ist. Ach, wie schön. Ich warte hier auf dich. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Und wieder mal hat Link der Schlawiner das Ganze hier gepackt. Und hat auch Ilja geholfen. Takeru, du erinnerst dich doch an diesen Stab aus den Wolken, von dem ich dir erzählt habe, oder? Weißt du, es ging dabei eigentlich um einen Herold der Wolken, der einen Stab bei sich hat. Diese Alte, die mir geholfen hat zu fliehen, hat mir davon erzählt. In der Heimat dieser Frau wird seit langem etwas aufbewahrt, das der Herold der Wolken braucht, und sie wartet auf seinen Schein. Es handelt sich um etwas, das nur dem Herold der Wolken, der einen Stab trägt, ausgehändigt werden darf. Deshalb konnte die Alte auch ihr Dorf nicht verlassen. Takeru, hast du denn keine Ahnung, wer dieser Herold der Wolken, der einen Stab bei sich trägt, sein könnte? Ah ja, gut. Wir werden nochmal zurück nach Greina müssen, wahrscheinlich. Denn, Ilja sagte ja, dass die gute Greina dann wohl, Bescheid weiß. Über das Dorf der Wolken. Oh, erstmal aufheilen lassen hier. Ach, wie schön. Vielen Dank, lieber Lichtgeist von Eldin. So muss das sein. Und dann werden wir mal ein bisschen umher fliegen. Und ich werde mal eine Sache erledigen noch, bevor wir zu Greina gehen. Ist aber eine Sache ganz in der Nähe vom verlassenen, vom vergessenen Dorf, so heißt das Teil. So, wir gehen erstmal zum Flussoberlauf. Wir könnten auch nach Hyrule Stadt fliegen eigentlich, aber ja gut, egal. Dann halt so. Zurück hier und dann mal wieder zum Menschen werden, natürlich. So, erstmal, genau. Bevor ich es vergesse, ich will ja nicht hier irgendwie am Ende noch falsch schwimmen oder sowas. Das wäre ja ganz grauenhaft. So, ich möchte nämlich noch ein paar Schattenkreaturen erledigen. Schattenkreaturen, die wir damals nicht gepackt haben, weil ich da irgendwie nicht wollte, keine Lust so hatte, die schon zu besiegen. Eigentlich auch doof, hätte ich gleich mal besiegen müssen. So müssen wir jetzt 1 bis 2 Minuten extra aufbringen. Aber pff, ist dann halt so, ne? Gibt Schlimmeres. Okay, wir schwimmen, 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 schwimmen. Und das vergessene Dorf war, so glaube ich, der rote Punkt ist da nicht mehr. Auch sehr doof, aber ich weiß ungefähr, wo es war. Können wir mit Epona ein bisschen rumreiten? Ja, ne? Dank der neuen tollen Flöte. Sehr schön. Hat sich also beinahe schon doppelt hier gelohnt, Ilja zu helfen. Huah. Endlich wieder reiten und diese Eidechsen hier umlegen. Was gibt Schöneres als Held als sowas? Und so ist es auch viel angenehmer. So können wir wieder ein paar Sekündchen sparen auf der Reise nach Greina. Aua, und sogar, boah, sogar auf Epona treffen diese verdammten Mistspinnen uns. Das Vieh nicht, das ist doof. So, war das nicht hier irgendwo das Dorf? Ich vergesse immer, wo das war genau. Weil diese Einkerbung schlecht zu sehen ist. Hier war das, glaube ich, sogar. Doch wir müssen hier nochmal weiter.
So, wo war es denn hier? Da hinten müsste es gewesen sein. Hier werden wir noch ein paar Monster haben. Genau da hinten. Mann, kommen die hier an. Angeflitzt. Unglaublich. So, Schnauze, ihr Viecher. Und das war, glaube ich, schlecht. Das war schlecht. So, eins ist hinüber. Die anderen beiden nach Möglichkeit jetzt auch. So. Das war besser. So haben wir dieses Portal hier schon mal aktiviert. Und können hier immer ganz leicht, ja, herreiten. Oder, her teleportieren, herreiten. Heieiei. Okay, supi. Das haben wir. Und, dann nochmal wieder zurück zum, heiligen Dorf. Nee, wie heißt es denn noch? Geheimnisvolles Dorf. Ihr wisst ja, Namen merken und so. Das ist immer nicht so ganz meins. So, Epona, gib mal Gas hier. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Und die Greiner wartet auch nicht ewig. Ist Schlafenszeit, auch für Greiner. Wir können ja mal schauen gleich, ob die Greiner ein Bett zu Hause stehen hat. Würde mich mal brennend interessieren. Das würde mich mehr als brennend interessieren. Fast so brennend wie die Pfeile von diesen Viechern. Oh, Mann, die haben gerade Epona getroffen. Ihr habt Epona getötet, ihr Schweine. Aber gut. Uns soll's nicht stören. Kaufen wir uns halt ein neues Pferd. Ganz egal. So, das Haus der Greiner. Wo war es denn noch? Ich müsste jetzt beinahe lügen. Oh, Katzen. Noch mehr Katzen. Nanometer. Alle von Greiner? Bestimmt, oder? War das hier? Ich glaube ja. Liebe Greiner, sei weise und rede mit uns. Tatsache, und da ist auch ein Bett. Da ist, oder ist es kein Bett? Hm. Geht es dem Mädchen also gut? Ich kann dir nichts anbieten, aber fühl dich bitte wie zu Hause. Wir zeigen ihr mal den Stab. Oh, dieser Stab, ist das etwa der Kopierstab? Oh, guck mal, die spielen mit den Dingern. Sieht richtig grandios süß aus. Bist du etwa der Herold der Wolken? In meinem Volk erzählt man sich, dass vor langer, langer Zeit die Königsfamilie, als sie noch mit den Kumulanern verkehrte, von diesen einen Stab geschenkt bekam, dem eine seltsame Kraft innewohnte. Diesen Stab bezeichnete man als Kopierstab. Aber nur einem von den Königsfamilie anerkannten Herold der Wolken wurde es gestattet, diesen Stab zu tragen. Und unser Volk bewahrt auf Befehl der Königsfamilie seit langer, langer Zeit ein Dokument auf, das der Herold der Wolken braucht. Das hier ist dieses Dokument. Nimm es. Wir erhalten das Kumulana-Dokument. Cool. Dieses Dokument ist mit der alten Sprache der Kumulana geschrieben. Ich bin so froh, dass ich hier geblieben bin. Wenn ich dieses Mädchen nicht getroffen hätte, wäre alles anders geworden. Das Zusammentreffen mit ihr muss eine göttliche Fügung gewesen sein, um dich von diesen Dings zu unterrichten. Bestimmt. Liebe Katzen, auf Wiedersehen. Eine klauen wir mal mit hier. Eine klauen wir hier, eine klauen wir hier nicht. Gut. Ha, jetzt hau mal ab, du Scheißkatze. Sonst gibt's Katzengulasch. Katzengulasch, genau. Katzengulasch. Ein neuer Zungenbrecher. So, ja, Schnauze, ich will jetzt hier weg. So, können wir uns... Nee, wir können uns hier nicht teleportieren. Warum können wir uns im vergessenen Dorf nicht teleportieren? Hier sind keine Menschen in der Nähe, außer die Greiner, die ist im Haus. Also, pff, ja, keine Ahnung. Soll uns wohl hier ärgern, das Spiel. So, okay, jetzt mal fix. Nein, och. Hm. Ja, liebe Epona. Fühlt sich jetzt auch verarscht, bestimmt. Okay, wir warpen uns zurück. Ein weiteres Mal zurück. Es ist wie so ein Katze-und-Maus-Spiel. Erst hierhin, dann dorthin. Besser gesagt, Schnitzeljagd. Hier ein Fragment, dort ein Fragment, das uns weiterbringt. Und dann hier ein Dokument und dort etwas. Nun gut, wir haben es hier irgendwie geschafft. Und werden zu Menschen und gehen hier noch einmal zurück nach Leonard, Ildia und Co.
kann ja nicht schaden. Und ihr wisst ja auch wahrscheinlich, jeder Gang macht immer noch schlank. Das heißt, normalerweise müsste Link schon magersüchtig sein. Ach übrigens, Akero, in den Katakomben unter dem Heiligtum ist gerade ein Dingens von Thelma. So, supi. Wir haben das Dokument hier. Bitteschön. Keine Reaktion. Ja, dann nicht. Geht's halt runter. Und wir zeigen es mal dem Kerl hier. Bitteschön. Was ist das denn? Oh, sind das etwa kumulanische Schriftzeichen? Wo hast du das denn her? Ob das vielleicht die Worte sind, die das Siegel lösen? Also gut, versuchen wir es. Da betet er zur Statue. Und erzählt komische Worte. Keine Reaktion, ja super. Vielleicht ist es nicht diese Statue. Hm, danke Takeru. Die Worte habe ich mir gemerkt. Ich gebe dir das antike Dokument also erst einmal zurück. Ich denke, ich werde versuchen, den Zauberspruch an anderen Statuen auszuprobieren. Die anderen Statuen habe ich schon so oft besucht. Ich weiß auswendig, wo sie sind. Warte, ich markiere es auf deiner Karte. Wenn du etwas von mir willst, komm also einfach zu mir. Alle dieser Statuen haben die Form einer Eule. Du wirst sie also leicht erkennen können. Wir treffen uns dann dort. Na, dann mal zu. Huch. Wir werden also noch mehr Gänge hier laufen müssen. Aber was ist das? Der Kopierstab. Hat wieder magische Kräfte. Mann, das ist ja genial. Hat der Zauberspruch also doch was genützt? Nicht wahr, Ilja, sag ich schon, nicht wahr, Mietner natürlich. In diesem alten Dokument stand also der Zauber, der diesen Stab zum Leben erweckt. Wenn wir hiermit wieder zu den steinernen Statuen gehen, der Typ hatte doch gesagt, er würde eine Markierung machen, wo wir die Statuen finden, oder? Also Takeru, gehen wir? Natürlich. Was auch sonst. Gut, supi-dupi, dann mal wieder hoch, hinaus. Und ich würde mal sagen, in der nächsten Folge werden wir mal diese markierten Stellen besuchen und mal gucken, ob wir fündig werden. Würde ja sehr, sehr famos sein. Und was dann passieren wird, wenn wir die ganzen Stellen gefunden haben und den Kopierstab angewendet haben, das werden wir sehen. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal und bis dahin, macht's gut!